Test the Max. Test the Max heute mit einem Auto für die italienischen Momente im Leben, mit dem Romeo unter den Alphas, mit dem Alfa Brera. Der Brera ist ja noch gar nicht so lange auf dem Markt, aber er ist jetzt schon eine Stilikone und es würde mich nicht wundern, wenn dieses Auto eines Tages im Museum of Modern Art in New York stehen würde. Denn es ist schon ein kleines Kunstwerk, was der Kollege Giorgetto Giugiaro dahin gezaubert hat. Schauen wir uns die Kiste mal kurz an. Vorne hier ein Blick. Ich glaube, bei dem schmelzen nicht nur Männerherzen dahin. Das Scudetto darf natürlich nicht fehlen. Und dann hier an der Seite diese breiten Flanken mit den dicken, fast schon ordinären Radkästen. Und dann kommt das Schönste vom Schönen. Sensationell, wie kästgeschwungen hier hinten die Formen der Karosserie zusammenlaufen. Dazu diese breite, wollüstige Hüfte. Wenn das eine Frau wäre, der wäre definitiv ein Playmate. Wenn man dann im Cockpit vom Brera sitzt, dann lässt der Charme des Autos leider schon wieder ein bisschen nach. Wie es halt so oft ist, wenn man einen schicken italienischen Herzensbrecher ein bisschen auf den Zahn fühlt. Das Cockpit ist fast 1:1 vom Alfa 159 übernommen. Nicht hässlich, aber es fehlt ein bisschen die Finesse, ein bisschen die Liebe zum Detail. Aber ansonsten rein unitalienisch. Hier knarzt und hier quietscht nichts. Das ist also alles wirklich super verarbeitet. In 6,7 Sekunden sprintet der Brera auf 100. Das ist nicht schlecht, wenn man bedenkt, dass das ein Schwergewicht ist. 1,8 Tonnen wiegt dieser kleine Koloss. Warum das so viel sein muss im Zeitalter des Leichtbaus, keine Ahnung. Vielleicht hat man hinten drin irgendwie noch eine Wurstschneidemaschine vergessen. Die Topspeed liegt bei 240, aber so ab 180 geht dem Brera dann doch die Puste aus. Da kann man gemütlich eine kleine Pizza essen, bis der Tacho dann auf 240 steht. Ansonsten hängt der Motor sehr gut, fast schon gierig am Gas, so wie der Strand Casanova am blonden Fräulein. Kein Wunder bei 322 Newtonmeter Drehmoment. Auf der Landstraße, da ist der Brera in seinem Element, da kommt der Romeo so richtig in Fahrt. Sehr, sehr leichtgängig fliegt er um die Kurven, er wuselt um die Biegung, dass es die wahre Freude ist. Gut kontrollierbar hier mit dem Q4, mit dem Allradantrieb. Er schiebt, wenn dann nur, ganz leicht über die Vorderräder. Und wer es drauf anlegt, der kann ihn sogar quer kriegen. Das Fahrwerk ist sehr hart abgestimmt, so richtig al dente. Die Lenkung könnte für meinen Geschmack noch ein bisschen direkter sein. Dann wäre es eben noch sportlicher. Das Sahnestück des Breras ist natürlich, wie bei jedem Alfa, der Motor. Der 3,2 Liter große V6, der klingt so kernig, der röhrt, wie es eben nur ein Alfa kann. Und durch diesen Sound erhöht sich natürlich auch nochmal die gefühlte Sportlichkeit des Wagens. Der Brera hat ein sehr niedriges Dach, dazu ganz kleine Fenster, das sind besonders nach hinten raus eher Schießscharten als Fenster. Trotzdem hat man hier drin nicht das Gefühl, man sitzt in einer engen Dose. Das liegt zum einen daran, dass der Wagen sehr breit ist, fast schon amerikanisch breit. Und dazu kommt natürlich noch das Glasdach, der Sky View, wie es so schön heißt. Kostet 1300 bis 1600 Euro, je nach Ausführung, Aufpreis. Aber da ist man natürlich dem Himmel über Alfa ein bisschen näher. Nicht ganz Sportwagen-like sind die Bremsen, die sind ein bisschen weich. Und das wird auch nicht besser, je öfter man dort hart und fest drauf drückt. Also der Brera ist mehr ein GT, ein Gran Turismo. Denn ein Sportwagen, mit ihm lässt sich wirklich angenehm, entspannt, schnell und zügig reisen. Er ist halt kein richtig aggressiver Sportwagen, aber muss er auch nicht sein. Ist eine Alternative zu all dem sonst, was sich in diesem Preissegment ab 41.000 Euro so tummelt. Er hat ein paar Mäkel, wie zum Beispiel hohes Gewicht, hoher Benzinverbrauch und die Bremsen sind auch nicht ganz so doll. Aber all das vergisst man, wenn man den Brera von außen sieht. Denn die Ausstrahlung zählt. Er ist ein echter Hingucker und ich glaube auch die Frauen fahren auf den Brera ab. Er ist wunderschön und vernünftig und herrlich unpraktisch. Eben ein echter Alfa und das nicht nur für die Alfisti. Test the Max.